Infektionen und Entzündungsreaktionen sind aktuell, nicht zuletzt durch die SARS-CoV-2-Pandemie, weltweit ein omnipräsentes Thema. Für die Bekämpfung einer Infektion ist die hochlokale Aktivierung der Immunantwort essentiell. Die Immunzellen sind dabei auf aktive Moleküle wie zum Beispiel Sauerstoffradikale zur Tötung von Pathogenen angewiesen. Werden die gleichen Moleküle jedoch außerhalb des Infektionsherdes wirksam, drohen Kollateralschäden bis hin zum Organversagen, also die Entwicklung einer Sepsis mit oft tödlichem Ausgang. Hieraus resultiert ein zentrales Dilemma für therapeutische Interventionen. Die Trennung der Therapie am Infektionsort, wo eine Hemmung der Entzündung gefährlich ist, von der Hemmung der gleichen Mechanismen außerhalb des Infektionsorts. Es reicht dabei also nicht aus, nur neue Wirkstoffe gegen Krankheitserreger oder die Entzündungsreaktion zu entwickeln. Diese müssen auch so hergestellt und verabreicht werden, dass sie vom menschlichen Körper ideal aufgenommen und an den gewünschten Wirkort im Körper gelangen können. Hier setzt Polytarget an. Mit dem Sonderforschungsbereich Polytarget verfolgen wir das langfristige Ziel, neuartige Pharmapolymere und zelltypspezifische Nanopartikel zu entwickeln, die in verschiedenen Stadien der Entzündungsprozesse selektiv und spezifisch eingreifen. Konventionelle Medikamente wirken nicht selektiv, sondern systemisch. Das heißt, sie verteilen sich überall im Körper, auch wenn nur bestimmte Zellen oder Organe betroffen sind. So müssen zum Beispiel große Mengen des Wirkstoffes eingenommen werden, welche dann Nebenwirkungen verursachen. SARS-CoV-2 hat hier auch klar gezeigt, dass die Abwehrreaktion unseres Immunsystems einen enormen Schaden anrichten kann. Die Immunabwehr fällt hier so heftig aus, dass es zu extremen Nebenwirkungen bis hin zu Todesfällen kommt. Für eine zukünftige personalisierte Medizin ist es daher entscheidend, orts- und zeitaufgelöst die Behandlung der betroffenen Zellen, Gewebe und Organe zu ermöglichen. Die Nanopartikelbehandlung kann man sich in diesem Kontext wie ein Taxi mit GPS vorstellen, das die Arzneimittel zum Bestimmungsort im Körper transportiert und erst dort zielgenau zur Wirkung bringt. Die Wirkstoffe zur Regulation der Immunantwort können dabei aus kleinen Molekülen, Proteinen oder genetischem Material bestehen. Aufgrund der Wechselwirkung mit Blutproteinen, einer geringen Löslichkeit in Wasser bzw. dem Abbau durch Enzyme können die meisten dieser Wirkstoffe jedoch nicht in reiner Form angewendet werden bzw. kommen nicht dort an, wo sie eigentlich wirken sollen. Polytarget entwickelt daher systematische Bibliotheken von Pharmapolymeren und Nanopartikeln, die Wirkstoffe optimal verpacken, schützen und deren Freisetzung steuern können. Die mit dem Wirkstoff besetzten Nanocontainer müssen allerdings unsichtbar agieren, um vor den Abbauprozessen des Körpers geschützt zu werden. Das wichtigste Polymer in diesem Zusammenhang ist aktuell immer noch Polyethylenglykol. Um möglichen allergischen Reaktionen durch Polyethylenglykol vorzubeugen, werden in Polytarget auch andere Tarnkappenpolymere, sogenannte Stealth-Polymere, entwickelt. Die Herstellung der Polymerbibliotheken erfolgt in Jena unter Einsatz modernster, parallelisierter und automatisierter Syntheseverfahren in Robotern. Entscheidend sind neben den breit variierbaren Herstellungsmethoden insbesondere die hohe Reproduzierbarkeit und die Möglichkeit, passende Polymere auch in größeren Mengen herzustellen. Aus den Polymeren werden Nanocontainer hergestellt. Sie sind mit Erkennungseinheiten bzw. Farbstoffen zur Nachverfolgung dekoriert, um die Nanopartikel mit dem Wirkstoff gezielt zu bestimmten Zellen oder Organen zu transportieren. Wir können bestimmen, welche Menge des Wirkstoffs verpackt wird und wann, wo und wie dieser freigesetzt wird. Die besondere Stärke des Sonderforschungsbereichs ist eine vollumfängliche Charakterisierung, die alle Schritte von der Herstellung bis zur Anwendung der Nanopartikel komplett abbildet. Die Aufnahme und die Verteilung der Nanocontainer in den menschlichen Zellen können über eine Vielzahl mikroskopischer Methoden genauer beobachtet werden. Mittels Elektronenmikroskopie können wir damit eine Auflösung erreichen, die sogar Feinstrukturen der Zellen oder der Nanopartikel sichtbar machen, allerdings ohne den farbigen Kontrast der Fluoreszenzmikroskopie. Die Visualisierung der Nanocontainer in Zellen ist ein erster wichtiger Schritt bei der Erforschung der Nanopartikelbehandlung. So gewinnen wir erste Erkenntnisse darüber, wie die Partikel aufgenommen und in der Zelle verteilt werden und ob die Partikel oder der freigesetzte Wirkstoff eine Wirkung in Zellen hat.
Unser interdisziplinärer Ansatz ist die intensive Kooperation zwischen den verschiedenen Disziplinen aus Chemikern, Physikern, Materialwissenschaftlern, Biochemikern, Pharmazeuten und Medizinern. Von der Konzeption der Forschungsziele bis zur Übertragung der Grundlagenforschung in die medizinische Anwendung wird die Kollaboration zwischen Wissenschaftlern verschiedener Arbeitsgruppen intensiv gelebt. Das macht den Erfolg des Sonderforschungsbereiches maßgeblich aus. Jena bietet als Wissenschaftsstandort eine ideale Umgebung. Die schnell erreichbaren Institute in der Stadt und daneben angesiedelte Kindergärten ermöglichen eine hervorragende Vereinbarkeit von Forschung und Familie. Polytarget entwickelt eine Plattformtechnologie, um bisher kaum adressierbare Entzündungskrankheiten und zukünftige Infektionen zielgerichtet und zeitnah behandeln zu können. Weitere Translationen erwarten wir in den nächsten Jahren neben der wichtigen Kommunikation in die Gesellschaft. Die Ausgründung Smart Delivery wird 2021 eine klinische Studie der Phase 1 starten, um das Organversagen bei Sepsis mit Konzepten aus Polytarget behandelbar zu machen.